Hallo ihr Lieben, was geht ab? Felix hier. Ihr seht mal wieder mein Gesicht und ihr seht mal wieder ein Video, in dem ich mich direkt an euch wende. Und das heißt ja eigentlich, es kann nur ein Info- oder ein Update-Video sein. Und mehr oder weniger ist es das. Es hat zwar nicht wirklich den Hauptfokus in diesem Video. Hauptfokus ist der, wie der Name schon sagt, der Anthem Speedrun slash Walkthrough. Ist nicht wirklich ein Speedrun, weil so schnell waren wir auch wieder nicht, wir waren schon gut dabei. Von der Tyrant Mine Mission, die einzige Mission, die man in der VIP-Demo und in der Open-Demo immer und immer wieder spielen konnte. Die haben wir, also Chris und ich, 50 Mal gespielt oder so, weil, wie gesagt, das ist das Einzige, was man wiederholen konnte. Wir haben in der VIP-Demo und in der Open-Demo locker 15 Stunden verbracht. Und nach 2-3 Stunden bist du eben mit eigentlich allem durch. Und dann bleibt dir eben nur diese Mission oder Freeplay, und im Freeplay passiert nicht viel, also bleibt dir nur diese Mission, um sie wieder und wieder zu spielen. Wir konnten die mittlerweile auswendig, deswegen werdet ihr im Gameplay merken, wird nicht viel Fokus, zumindest von dem, über was wir reden, nicht viel Fokus auf dem Gameplay liegen, auf dem, was in der Mission passiert, sondern, ja, wir reden über andere Dinge oder so. Genau, aber worum es eigentlich gehen sollte oder worum es gehen soll, deswegen ihr mich jetzt hier gerade seht, ist, Chris und ich haben einen Stream begonnen. Chris kam auf die glorreiche Idee, dass wir doch zu zweit einen Stream anfangen könnten, und dann haben wir das auch direkt durchgezogen. Und wir streamen zurzeit zwei, dreimal die Woche, in Wochen, in denen viel los ist, streamen wir auch mal jeden Tag. Der Stream heißt momentan noch Crispy Flicks, was eine Verbindung aus unseren beiden alten oder jetzigen Gamertags ist. Wird es aber wahrscheinlich vom Namen her nicht so bleiben, aber das war halt einfach nur ein Lückenfüller, weil wir nicht wussten, wie wir den Stream nennen sollen. Genau. Wir haben ein Streaming-Schedule, aber da ist nicht wirklich, also steht noch nicht viel drin, weil ich zumindest momentan noch sehr spontan streame. Bin auch gerade in der Klausurenphase in der Uni. Deswegen wird wahrscheinlich Montag, Dienstag, Mittwoch in der kommenden Woche nicht so viel gestreamt werden, danach aber umso mehr. Und sobald Anthem raus ist, was glaube ich für die Origin Access Premier Leute ab dem 14. sein wird, wird das Game aktiv viel gestreamt werden. Da habe ich richtig Bock drauf. Und deswegen guckt doch einfach mal vorbei, wenn ihr Lust habt, und lasst ein Follow da gerne. Wir haben gerade erst angefangen und freuen uns über jeden Follow noch. Und genau, mal gucken, ob da was draus wird. Zurzeit ist es wirklich, also ich würde sagen, für mich ist es was, was ich regelmäßiger mache als die meisten Dinge, die ich angekündigt habe. Ihr kennt das ja, wenn ich was ankündige auf diesem Account oder auf diesem YouTube-Kanal, dann ist es meistens mein Mindset für die Woche und dann lasse ich das wieder. Aber der Stream läuft jetzt schon seit Anfang Januar. Stimmt es? Ungefähr? Seit Anfang Januar, und wir sind wirklich zwei, dreimal, viermal die Woche im Stream. Das ist ganz schön. Okay, also wenn ihr da Lust habt, vorbeizukommen, mal vorbeizuschauen, dann freuen wir uns darüber sehr. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Anthem-Gameplay, weil ich muss schon sagen, ich bin sehr hyped auf das Spiel. Und wir hatten jede Menge Spaß. Und ich glaube, das ist ganz schön anzugucken, weil das Gameplay auch sehr, sehr schnell und speedy und spaßig ist. Genau. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich nehme lieber einfach dieses Mikrofongelenk, das ist einfach cool. Lalala. Ich glaube, wir haben zwei Kolosse dabei. Catching in all contact from Corvus. Freelancer, I see you're not one for briefings. I like to learn on the go. Can't fault you there. Name's Sev. Corvus has assigned me to come Name to is Sev. Your own Fort Tarsus. Since when does Corvus care about scars? Since they started making acidic weapons to attack supply caravans. That's a good reason. We think this is where they're making the acid. Any idea how? Well, we need to find that out. We've got to stop to it. Valorelic. Oh. Have done something to it. It's gone volatile. For those of us who don't speak Shaper, that's bad, right? Obviously. Freelancer, you'll need to sign. Hey, was ist denn los hier? Es ist nicht gut. Manchmal ist das Spiel echt ein bisschen frustrating so. Was ist frustrating? Das Game. Also ich flieg so durch die Gegend, denk mal so, juhu, Friede, Freude, Eierkuchen, Freiheit. Und dann fliege ich oben in Spinnenweben rein, fall auf den Boden und fall direkt vor den Turret und kann ich nicht mehr bewegen.
Nice. Das ist auf jeden Fall ein Bug, dass ich hier in dieser Umgebung meine Ulti nicht einsetzen kann. Kannst du das nicht, oder was? Nee, schon wieder nicht. Und es ist immer an dieser Stelle. Und sonst kann ich es immer. Okay, das ist komisch. Langsam müsste ich gar nicht mal die Spots von den Dingern auswendig kennen, aber ich kann sie immer noch nicht auswendig. Oh Junge, ich habe richtig nice gekombot gerade. Richtig geil. Und den richtig schön mit meiner Granate einfrieren. Habe ihn dann mit meiner Rakete gekombot und das durch den Ranger nochmal extra Single-Target-Damage gemacht und dann war er instant down. Also so ein Scar-Sniper. Du Combo-Boss. Okay, dann geht das wilde Dodgen mal wieder los. Ja, hier kann ich meine Ulti sofort einsetzen. Okay, ja, das ist krass. Das wird echt ein Bug sein. Ich kann meine Ulti halt auch von immer, von Anfang an einsetzen, immer. Alter, Jungs, Mann, wie wär's denn euch mal ein bisschen ruhig, so. Hä? Von was? Die Turrets sind alle down. Hä, hey, ich hab gedacht, die Türen sind down, what the fuck? Nee. Eine scheint noch da zu sein, mindestens. Jetzt ist es down. Irgendeiner von uns trägt noch zwei von den. Ja, das bin ich. Oder vielleicht trage ich nur eins, bin ich sicher gerade. Ah, nur eins. Reload first,
Scars. Halt eigentlich immer out of shield so. Ein Gatekeeper ist down. Ah, schau, es ist der Gatekeeper. Was? Interesting. Was ein Speedrun. Holy shit. Combo Damage! Woohoo. Junge, kriegt der aus Maul. Nice. Das war echt schnell. Oh Gott! Already done. Ich bin so gespannt, was es später für krasse Components geben wird in dem Game. Components? Ja. Warum Components? Die werden nicht allzu... Shield Boost und sowas? Ja, halt, ich habe jetzt zum Beispiel schon Sachen so 10% mehr Nachkampfschaden oder so. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es später so Sachen gibt wie so, ja, bekomme deine Jumps zurück, sobald du fliegst. Verlängere deine Flugphase um 100%. Hoverphase um 1000% oder sowas. Das wäre halt richtig cool, weil dann kannst du halt richtig schön deinen Javelin komplett verändern einfach. Und komplett auf dein Spielstil anpassen. Ja, das stimmt, das gibt's schon. Das wäre halt echt schön. Sowas haben sie schon in Entwicklerstreams gezeigt, wo sie schon so Masterwork-Loadouts vorgestellt haben und sowas. Mhm. Also weißt du, Masterwork ja die seltenste, höchste Seltenheitsstufe, genau. Und die dann halt auch krasse Extra-Effekte haben und sowas. Und, ich hab da so Bock drauf, Mann! Ah! Lass mal gucken, wie schnell wir hier die Mission durchschaffen, Alter. So ja. Unter der Speedrun einfach. Das Mate und ich haben beide noch eins. Ich hab auch eins. Dann haben wir's schon. Jo, stimmt. Da hast du recht.
Jo, immer mit der Ruhe, mein Freund. Bang, three lights up. More stars, and help. These look extra powerful. Almost done. Only a few fragments left. Junge, der Screen-Check ist ja echt crazy. Sind gerade zum ersten Mal erlebt. Nee. Also, aber mal wieder erlebt. Oh fuck, man. Weil der ist halt, wenn man Colossus selber spielt, ist der überhaupt nicht so krass. So, ich kümmere mich mal um die Dinger hier, falls sie echt was bringen. Ja, er hatte das Ultra-Setup mit Flammenwerfer und Shockcoil. Oh oh, das ist nicht gut, was ich hier tue. Ich einfach nichts mehr sehen kann. Nein, ich wollte nicht runterfallen, ich wollte euch nach oben. Okay, alles gut, ich lebe noch. Ist einfach gespawnt. Müssen wir mal kurz ein bisschen Leben geiern. Ja, nicht so. Okay, es ist weg. Oh. Der Screencheck ist so heftig. Aber einfach absolut nie von was ich so für Schaden bekomme. Ich setze meine Fähigkeiten immer falsch rum ein. Setzen wir uns zuerst den Detonator ein und danach fällt mir auf, oh, die andere wäre auch ready. Die sieht doch vor Prime. Ich vergesse die ganze Zeit meinen, den Fokus. Ich habe vergessen, wie die Fähigkeit heißt. Obwohl man halt drin, dass ich mehr Schaden mache, wenn man jemanden fokussiert. Ja, Target. Vergesse ich die ganze Zeit einzusetzen. Too bad. I'm just getting started.
Ich glaube, die Mate haben gehört, dass wir Speedrun wollen. Keiner greift irgendwelche Mobs an, sondern alle fliegen direkt schnell durch. Worden wäre. Oh, der Mate ist geportet worden. Damn. So, wir müssen uns dann jetzt absprechen, dass du Target Beacon machst. Jo, mach ich direkt, wenn er angreifbar ist. Okay. Habe ich schon mal meine Sniper in der Hand? Ich bin da gleich auf uns drauf, vor allem auf dich. Okay, zack. Yeah. Screencheck, Alter. Ja, okay, mein 5000 pro Schuss. Das ist krass. Ich kann ja gleich mal ultien eigentlich. Ah, okay, und normal mache ich 4000. Ne, 5400, wenn nein, ich rote nicht abhauen okay. Jetzt, Boy, ich hab die gerade geultiet. Nein, warum denn jetzt? Ja, das ist blöd. Hat nicht blöd gelaufen. Naja. Einfach gar nicht da rauskommen. Ja, die sterben wie sie spawnen, Alter. Mann, ich seh nichts. Ich auch nicht. Soll gestolpert, der Boy. Ich hab jetzt keine Muni mehr. Lächerlich. Wie lange man overheated ist, wenn man von dem getroffen wurde. Oder sich jetzt schon wieder verzieht. Hey, wieso hab ich immer die Waffe in der Hand? Können wir die mal hier kurz hier rauskommen lassen, dass ich die Items für ihn einsammeln kann? Du kannst da rein. Ich komme hier aber gerade nicht durch. Nö, ich komme da. Ach, jetzt. Okay, lol. Ach so. Ist in der einen Ecke nicht. Oh nein, oh nein. Oh Gott. Ich sehe einfach nichts. Ich lebe noch. Oh shit. Er hat mich. Schieße ich ihm noch die Rakete.
Ey, warum? Warum ist ich frei? Hast du Target Beacon ready? Ja. Claro, Maro. Sich nach 5 Sekunden wieder instant verzieht, ey. Da kann ich ja meine Ulti gar nicht wirklich usen. Ich glaube einmal, dann haben wir ihn schon, oder? Gut möglich. Was hier abgeht, Mann, das ist so lächerlich, Alter. Oder so. Da geht Wicken ist drauf. Oh, jetzt mache ich 6000 Damage, nice. Ah, und ohne Schild mache ich 5000, okay. Cool. Ja, easy. Ach, das war easy.